So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cosmic Talk. Diesmal mit der Vorausschau für den August und auch wieder im alten Setting. Ihr habt mich das letzte Mal ja alleine erlebt und heute bin ich ganz froh und dankbar, dass Annabelle wieder bei uns ist. Herzlich willkommen auch, Annabelle. Ja, vielen Dank, liebe Marie. Hallo zusammen. Ich freue mich total, wieder mit euch zu sein und wollte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Marie, wie toll du das kompensiert hast. Vor allen Dingen, wie du das einfach, ja, toll, die wichtigen Dinge einfach gehighlightet hast. Ich war einfach in der spirituellen Arbeit. Manchmal geht es eben nicht anders und das war ganz wunderbar. Aber deswegen freue ich mich jetzt auch wieder, dass wir alle zusammen sind. Also, du wurdest auch schmerzlich vermisst. Wir haben zwar sehr schönes Feedback bekommen und sie haben sich bedankt, unsere lieben Zuhörer, dass überhaupt es eine Vorschau gab. Aber es war doch deutlich zu spüren, ohne deine Expertise ist es einfach nicht dasselbe. Und umso schöner, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ich denke, das Annabelle, ist. ja? Ja, bitte, Marie. Ich wollte nur direkt in medias res gehen und dich fragen, was erwartet uns im August? Ja, also ich denke, das ist ganz interessant, was uns im August erwartet. Also wir haben gleich zwei super Vollmonde, die uns im August erwarten. Und trotzdem möchte ich ganz gerne, bevor wir da in diese Intensität hineintauchen wollen, nochmal so diesen Blick für diesen weiteren Zusammenhang kurz aufzeigen. Denn ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Die Sterne impulsieren ja immer wieder rhythmisch, sozusagen wie immer gleiche Impulse, die wir aber wie neu aufgreifen dürfen in der Situation, in der wir dann in diesem Moment sind, sowohl individuell für uns als Individuen, aber auch natürlich für uns als Menschheit, als Gesellschaft. Und das ist etwas, was eine wundervolle Zusammenarbeit mit den Sternen bedeutet, dass ein übergeordnetes Wissen immer wieder sozusagen wie von außen hereinkommt, uns inspiriert und wachsen und werden lässt. Und so könnte man eben auch die Entwicklung der Menschheit vielleicht als etwas verstehen, was weniger eine Bedeutung in der Linearität und Optimierung hat, wie wir es ja sonst eigentlich mit einer westlichen Brille sehen, sondern vielmehr ein Weg in eine Ganzheitlichkeit, damit wir auch unsere komplexe, ja, Persönlichkeit vollenden dürfen als Menschheit. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Thema, was im August anklingt, wo wir den einen Supervollmond im Wassermann auch haben. Da werden wir auch noch mal hingucken. Was sind so übergeordnete Themen, die trotzdem ganz real im Hier und Jetzt immer wieder kommen, uns antriggern, uns aufrufen, deutlicher hinzugucken. Wenn wir jetzt schauen, wie sozusagen der Juli war, dann kann man, wenn man es so ein bisschen platt sagt, vielleicht sagen, das war schon so ein Hoch und Runter in der Seelenbewegung. Ja, wir haben den Steinbock im Vollmond gehabt, den Neumond im Krebs. Da ging es von Himmel hoch jauchzend bis ganz unten rein und hat uns auch so ein bisschen in diesem Zyklischen gehalten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu sehen, wenn wir wie in eine neue Dimension hineingehen, auch in der Arbeit, wie wir mit den Sternen arbeiten wollen, nämlich aus einer alten astrologischen Sicht der Seelendominanz heraus in etwas, wo wir Menschen die Kraft unseres Bewusstseins auch intensivieren können, dann haben uns die Sterne wahnsinnig viel zu geben, weil sie uns auch den Weg in die Potenziale weisen, sowohl in die persönlichen Potenziale in unserem Leben, wie auch in die, die wir sozusagen für uns in diesem nächsten Schritt der Menschheitsentwicklung, die vor uns liegen. Und somit ist eigentlich schon die Steilkurve in den August gelegt, denn gleich der 1. August hat diesen Vollmond, der in den Wassermann hineingeht. Das heißt also, vom Steinbock letztendlich in diesen Wassermann. Und man kann sagen, dieser erste Vollmond ist auch ein sogenannter Supervollmond. Und Supervollmond bedeutet ein Vollmond, der besonders nah an der Erde dran ist. Das Ah.
Bedeutet also, dass diese Kraft auch besonders wirksam wird für uns im Hier und Jetzt und damit auch spürbar. Das sind oft sehr intensive Monate, sehr intensive Zeiten, die eben unter diesen Supervollmonden zu sehen sind, weil sie sich so ganz direkt in uns aussprechen, auf unserer Seelenebene. Und wenn wir, Annabelle, ich finde es halt ja. interessant, weil wir hatten ja jetzt im Juli eben, finde ich, sehr viel, ich sage jetzt mal, individuelle Themen. Ja, das Thema des Steinbocks mit den eigenen Regeln, den Routinen, auch dieses vielleicht ein bisschen begrenzt sein in sich selbst und der Krebs, der ja so emotional ist und wo es um Gefühle, Verletzlichkeit, aber auch Wärme geht, finde ich ja sehr persönliche, individuelle Themen. Und jetzt Ja. kommt aber direkt der Wassermann, der Vollmond im Wassermann, wo der Wassermann ja eher für diese Weitsicht, die Draufsicht steht. Also Ja, eigentlich genau. wie ein Schritt wieder zurück nach den emotionalen Wirren des Juli. Genau. Genau, es ist eine andere Perspektive, die wir einnehmen können, die auch nicht so seelisch an uns arbeitet, die hat ein Stück weit so etwas Abstrakteres, ist aber wahnsinnig wichtig, weil sie uns eben über diese weitere Perspektive auch immer wieder einen anderen Blick für unser Leben im Hier und Jetzt zu geben vermag. Und das ist genau das, was Inspiration bedeutet, dass wir wie von außen Impulse zu bekommen scheinen, auch über eine andere Perspektive, dass Inspiration entsteht, die dann aber natürlich einen Wert entfaltet, wenn wir sie auch irgendwie integrieren können. Also wenn wir uns auch diesen Vollmond jetzt im Wassermann angucken, wir wissen ja, der Wassermann steht für das Element der Luft, für die Weite, für den Raum, für den Geist, also auch dieses Begeisterte, Inspirative und die Inspiration. Und der Wassermann ist ja auch sozusagen der Herrscher des 11. Hauses. Und da geht es ja auch immer um diese übergeordneten Perspektiven, also gesellschaftlich, ja. Was ich immer sehr wichtig finde als Schamanin, ist auch immer die Zeit, die Jahreszeit mit hineinzunehmen, wann sozusagen Wassermannzeit ist. Und das ist natürlich so Januar, Februar, also die Zeit um Lichtmess herum. Und da ist natürlich auf der einen Seite sozusagen diese Klarheit des Winters, die Kälte, die Klarheit, aber dann auch schon diese steigenden Säfte, die sich in den Pflanzen sozusagen für dieses neue Wachstum auch ergeben. Hier spiegelt sich sozusagen diese kosmische Kraft ganz real auch natürlich in der Natur. Und wenn wir dann den kulturellen Aspekt des von Lichtmess noch dazu nehmen, dann geht es ja um dieses Lichtvolle. Und mit diesen neuen Perspektiven geht es ja auch darum, dass wir nicht nur eine weitere Perspektive haben, sondern auch darüber mehr Licht, mehr Erkenntnisfähigkeit gewinnen können. Und das ist, glaube ich, dieses ganz Besondere eben. Und dadurch, dass wir das gleich am Anfang haben, in diesem August, kann man sagen, ist das eigentlich der Auftakt für den ganzen Monat. Das ist eine Steilvorlage, ja. Und weil es ja auch um neue Perspektiven für eine Gesellschaft geht, kann man jetzt mal sagen, wenn man es so ganz einfach sagt, gerade diese erste Zeit im August ist eine tolle Zeit für Gemeinschaft. Zusammenzusitzen, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu inspirieren, Ideen zu spinnen. Weil der Wassermann ist eben auch ein Tierkreiszeichen, da geht es ja um unsere Potenziale. Ja, er macht uns unsere Potenziale sichtbar, sowohl als Individuen wie aber auch als Menschheit. Und lässt uns diese Potenziale aber auch in einem größeren Zusammenhang erkennen. Und damit ermöglicht uns der Wassermann auch diesen Schub raus aus diesen starren Strukturen, sich darüber wie zu erheben. Das ist diese Kraft des Adlers, kann man sagen. Diese Flügel so aufzuspannen, mit einer anderen Perspektive die Welt zu sehen, eben aus einem Raum der Freiheit heraus. Und das lässt uns erstmal Dinge so frei denken, dass wir jenseits aller Strukturen Potenziale eben erkennen können, Zukunft. Und eigentlich steckt gerade in dieser Perspektive sehr viel Erfindungsreichtum. Also wenn wir unsere Intuition und unseren Geist verbinden, dann kommen wir auf die Ebene
Neues zu erfinden. Und das ist, glaube ich, die größte Kraft, die der Wassermann hat. Und da möchte ich auch noch mal auf dieses Wassermann-Zeitalter hinaus, denn es heißt ja, wir sind in diesem Wechsel ins Wassermann-Zeitalter. Vielleicht sind wir auch schon drin. Ja, das lässt sich so ja genau nicht sagen, aber wir spüren natürlich alle, der Wassermann arbeitet kräftig an uns, ja? Also eigentlich sind wir mittendrin in diesem Zeitalter der Veränderung. Alte Verkrustungen hinter uns zu lassen, uns zu erneuern, neue Ideale zu finden, mit einer neuen Energie Zukunft zu gestalten. Und das ist so schön, dass der August uns das nochmal auch auf einer individuellen Ebene dieses Supervollmonds hereinspielt. Und zwar direkt am Anfang. Und ich sehe das jetzt auch, wie du das so erzählst, gerade als große Chance, auch diese Irrungen und Wirrungen und Emotionalitäten und Empfindsamkeiten des Julis hinter sich zu lassen. Ja. Du hast es ja schon gesagt, diesen Vollmond zu nutzen, da könnte es auch schön sein, sich eben mit Menschen auszutauschen, diesen offenen Geist in den Gesprächen zu bewahren, auch ein bisschen, wie du gesagt hast, ein bisschen zu spinnen gemeinsam, die Zukunft zu spinnen. Wie kann man diesen Vollmond noch gut nutzen, diese Energie des Vollmonds? Hast du da noch einen Tipp für uns? Also vielleicht noch zu dieser ersten Idee konkreter. Ich glaube, wir leben oft so ganz unbewusst. Das ist auch ganz wunderbar. Aber ich glaube, wenn es auch darum geht, neue Potenziale zu finden oder sich auszutauschen, kann man ruhig auch mal sich vorher überlegen, wenn man Freunde trifft, welche Idee treibt einen denn im Moment besonders um, damit man sowas aktiv mal anbietet und mal hört, wie denken andere dazu. Also das wirklich, das ist eben auch diese Kraft des Wassermanns nochmal auf einer anderen Ebene zu nutzen, diese Potenziale auch mal wirklich anzugucken. Und Ja. bewusst auch Ja. einzufordern von den anderen, sich zu zeigen Genau. mit den Träumen Genau. und Vorstellungen und so. Genau so ist es. Also ich denke, das wäre eine sehr schöne Möglichkeit oder ganz konkret zu einem inspirativen Essen einzuladen. Neue Schritte, neue Wege, neue Welten. Ja? Und aber auch ganz lässig. Also ich glaube, Freiraum bedeutet eben auch, dass man es nicht schon in vorgedachte Strukturen bringt, sondern inspirative Schlagworte und jeder kann sich sozusagen auf seinen geistigen Höhenflug machen. Dort kann man sich begegnen. Und dadurch entsteht auch ein Feld der Fülle, weil das ist der Wassermann eben auch. Das ist ja auch dieses Zeichen des Ganymed, dieser Mundschenk. Wir haben in dem Symbol des Wassermann ja diesen göttlichen Mundschenk, der die Fülle ausgießt, der Nahrung gibt. Ja, also das ist auch ein Sternzeichen der Fülle. Und das sollten wir eben auch nutzen und natürlich genießen. Das ist doch schon ein total schöner Auftakt, für den August. Aber du hast ja gesagt, es geht turbulent weiter. Ja, es geht turbulent weiter, aber durchaus großartig. Also wir haben dann am 16. August geht der Neumond in den Löwen. Und da finde ich, kommt, der Neumond ist ja nie ein Vollmond. Also die Vollmonde sind vollmundig in der Fülle, ja, in diesem sich verströmen und ausdehnen. Der Neumond hat die große Qualität, dass die Dinge wie in der Dunkelheit bleiben. Also ein kleines Samenkorn gesetzt wird. Zusätzlich, das ist keine Konkurrenzsituation, sondern ein Zusatz, ein nährender Zusatz. So möchte ich eigentlich Neumond verstanden wissen, als nährender Zusatz. Und da haben wir jetzt den Löwen. Und das ist ja auch das gegenteilige, sozusagen, Tierkreiszeichen auf der anderen Seite. Es steht, der Löwe steht natürlich für die Kraft des Feuers, für den Hochsommer, ja, für diese Hitze auch irgendwie und die Wärme. Und er hat vor allen Dingen diese Gegenbewegung zum Kollektiv, weil der Wassermann hat natürlich immer dieses Kollektiv im Auge, das Gesamtgesellschaftliche. So, und jetzt bringt der Löwe dieses Samenkorn des Individuums. Das heißt, hier geht es um diese Betonung des eigenen, aber auch dieses Thema, jeder kann die Welt verändern. Jede Perspektive ist für uns wichtig, ja? Also dieses innere Anliegen damit auch so zu verbinden, in Wärme zu verbinden. Der Löwe hat ja auch die Kraft der Mitte, diese Herzkraft, ja, der, wenn man auch das Brüllen des Löwen hört, das ist etwas, was aus dieser breiten Brust herauskommt, ja.
somit diese Weite des Adlers wie in dieses Zentrum zu bringen und diese breite Perspektive wie zu einem eigenen Samenkorn werden zu lassen, ohne dass wir das schon so konkret greifen, aber damit so ein bisschen mitzuschwingen, was ist denn mein Anliegen für diese großen Ideen, für diese Inspiration, wofür kann ich mich erwärmen? Da geht es auch sehr stark um den Wert seiner selbst, also Selbstwert, Selbsterkenntnis, Selbstausdruck, ja? Also diese Kreativität quasi in einen individuellen Gedankenprozess einzuladen und sich vielleicht nochmal dieses Thema Ich und die Welt in dieser Bewegung so ein bisschen einzutunen. Also im Und Prinzip so ein bisschen wie wenn man am Anfang des August eben die Zeit nutzt, um sich so gesamt zu inspirieren zu lassen, sich auszutauschen, dann eigentlich Mitte des Monats mit dem Neumond wieder in sich selber reinzufühlen und zu gucken, was ist mein Anteil bei diesen Ideen, wo kann ich sozusagen in Erscheinung treten, wie kann ich Vor allen ja. Dingen, worauf habe ich Lust? Also es geht um dieses Nachspüren, was ist auch angemessen gut und gut für mich? Wo entsteht in mir eine Wärme, eine Verbindung, ein Herzensanliegen? Und das bedeutet auch, dass wir diese, sag ich mal, Inspirationen des Wassermann auch in Werte überführen dürfen. Es bleibt eben nicht abstrakt da draußen und man lässt es dann irgendwann los, weil es nur eine tolle Idee war, sondern das ist eine Bewegung hin, wie kann so etwas in einem lebendig werden? Also von etwas abstrakt Geistigem hin zu einer Herzenswärme. Wie tut es mir wohl? Und wie kann dieses Samenkorn vielleicht auch für mich nährend werden? Ja, also hier der Löwe ist schon, da geht es immer um das eigene auch. Der spiegelt sich ja sehr stark um sich selbst. Aber wenn wir das positiv sehen, dann ist es genau die Kraft, wie kann ich aus einer breiten Perspektive selber für mich gute Möglichkeiten generieren, will ich mal sagen. Ja. Auch wieder eine Form der Selbstermächtigung und des Zu-sich-Findens, ne? Genau. Also sich finden, in sich Ja. finden. Das ist, glaube ich, das ist das Schöne. Und das wäre eben auch dann, finde ich, eine sehr schöne Meditationsmöglichkeit für den August. Wie finde ich die Welt in mir? Ja? Und zwar in meinem eigenen inneren Anliegen. Was gefällt mir? Was ist etwas, was mich selber nährt? Und mir auch die Kraft in mir selbst gibt, dann damit wiederum die Welt zu nähren. Was ja auch wieder so der Bezug oder ja, das Reinspüren auf die Emotionen mit sich selber bedeutet, ne? Also zu gucken, Ja. was fühlt sich gut an? Du hast gerade gesagt, wo Genau. entsteht bei mir eine Wärme? Ich sage jetzt mein Kribbeln im Bauch, eine Begeisterung. Das sind ja auch Emotionen. Da geht es dann weniger wieder um den Verstand und die Gedanken, sondern wirklich auch das Gefühl, auf die Gefühlsebene, ne? Absolut. Also wenn man es kurz und knapp macht für die Meditation, kann man sagen, was nährt mich selbst und die Welt? Ja? Wow, das ist schon mal richtig viel. Aber sprachst du am Anfang von zwei Vollmonden? Ja. Und das ist das Besondere, dass wir quasi im August wie noch mal einen neuen Auftakt haben, eine Vorlage für den September, weil am Ausgang des Augustes, nämlich am 31., am letzten Tag, wir den zweiten Vollmond haben. Auch hier wieder ein super Vollmond, weil er ganz nah an der Erde dran ist. Und dieser super Vollmond ist in den Fischen. Und das bedeutet also jetzt, diese Qualität des Wassers noch mit hinzuzunehmen. Wir haben ja sozusagen die Luft gehabt mit dem Wassermann. Wir haben dann das Feuer mit dem Löwen. Und jetzt tritt das Wasser noch hinzu. Also der August wird aber ein absolut reichhaltiger Monat, kann man sagen. Total in der Fülle. Und
Das finde ich eigentlich sehr schön. Also man könnte vielleicht auch diesen Vollmond am 31. August mit diesem Titel Blauer Mond umschreiben, weil er eben diese wässrige Supervollmondqualität hat. Das bedeutet also dieses Fließen lassen, ja. Das bedeutet aber auch, dass Dinge verbunden werden emotional. Man muss schon sagen, es kann schon auch sehr emotional werden. Man könnte auch von Emotionen sich wie überwältigt fühlen, ja? Weil vielleicht ist es ja auch so, dass über diese Herzangelegenheit, die einem dann wie so ein Samenkorn über den Neumond sozusagen diese innere Glut gibt, eben auch natürlich Gefühle sich öffnen und frei werden dürfen und durch das Wasser dann wirklich in den Fluss kommen. Aber es ist auch etwas Zyklisches. Also wir haben ja mit den Fischen immer und dem Wasser auch immer dieses Zyklische. Ja, die Fische stehen ja auch am Ende sozusagen eines Zykluses. Und das ist das Ende und der Anfang. Also dieser Supervollmond hat gleichzeitig, wir haben im ganzen August wie eine Metaebene für Ja. viele Themen. Das ist ein absolut wichtiger planetarischer Monat. Man könnte sagen, sowieso für dieses Jahr, aber eigentlich auch für nächstes, ja, weil es eben für einen großen Wurf steht, komprimiert in 31 Tagen. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, Annabelle, dass da der Fisch ja auch für ein bisschen die spirituelle Ebene steht. Und wir jetzt ja Anfang des Monats mit dem Wassermann eigentlich sag ich mal, die Gedanken und den Verstand, mit dem Löwen Mitte des Monats dann die Emotionen abgeholt haben. Ob der Fischevollmond dann auch vielleicht dazu dient, diese spirituelle Ebene nochmal mit einzuladen in das, was sich davor im Monat aufgebaut hat. Absolut. Und deswegen, das habe ich auch so ein bisschen schon versucht anzudeuten, dass ja die Fische auch sozusagen das Ende eines Zykluses sind, weil natürlich genau die Kraft, sage ich mal, der Fische, wie soll ich sagen, eigentlich darin liegt, aus der Emotion in ein spirituelles Potenzial zu gehen. Also die Fische sind genau diese, stehen genau für dieses Shifting. Von der Emotion zum Geist, von der Seelenebene ins Bewusstsein, ja. Und das spiegelt sich eben sowohl planetarisch im August, zieht sich aber auch noch in den September dann hinein. Da möchte ich jetzt gar nicht groß drüber sprechen, aber da haben wir eben interessanterweise den Vollmond im Widder. Ja, und der Widder steht für diese Intention von uns, für dieses geistige Bewusstsein und die Kraft, eben hier und sich darauf auch auszurichten. Ich dachte, du versprichst uns jetzt, dass es im September etwas ruhiger wird, aber. Ja, die Waage, die steht schon auch für die Harmonie, aber ich glaube, man muss schon sehen, das, was jetzt sozusagen da ist und möglich wird, ist eine Basis, die uns über sehr lange Zeit zu tragen vermag. Das ist eben dieses Füllhorn des Ganymed. Wenn wir diese Fülle sozusagen für uns in uns einladen, dann ist die einfach da für die nächsten Monate, um nicht zu sagen, für mindestens das nächste Jahr. Ja, also von jetzt abgesprochen. Also liebe Leute, ihr hört schon, ich hoffe, ihr habt alle im August frei und könnt die Zeit wirklich gut nutzen, weil es scheint ein ganz besonderer Monat zu werden. Annabelle, gibt es von deiner Seite aus für den August noch was zu sagen? Ja, ich glaube, es ist eben ein sehr schöner Monat, trotz all dieser Potenziale, sich die Zeit zum Träumen zu nehmen, sich immer mal wieder auf die Couch zu legen, in die Natur und wenn es nur 10 Minuten sind, und den Geist von der Leine zu lassen. Das heißt, aus den Gedanken hinaus und aus dem Korsett der Gedanken hinaus sich befreien zu lassen und auf die Reise zu schicken, sich auszudehnen und in diesen Weiten des kosmischen Raumes und des Lichtes eben wie eintauchen zu lassen, um dieses Licht, die Weite und diese Fülle, die in Träumen entsteht, einfach bergen zu können. Das ist eigentlich das, was mir
noch am wichtigsten ist. Und dann haben wir natürlich noch eine ganz konkrete Message aus dem kosmischen Raum, die ich übertragen bekommen habe, die aus dem Zeichen des Schwan, die ich vorlesen könnte. Sehr gerne. Die setzen wir dann auch wieder in die Shownotes für alle, die genau. Oft nicht mitschreiben. Ihr findet sie in den Shownotes. Genau. Der Schwan spricht. Erst durch die Integration aller Bewegungen, aller Richtungen, aller Elemente und Kräfte in uns entsteht, wie im Auge des Orkans, die absolute Position. In ihr liegt die Essenz der eigenen Kraft. Atme ein, atme aus und verharre dann in diesem Augenblick der bedingungslosen Leere. Ein Ort der Bedürfnislosigkeit und Moment der absoluten Freiheit. Wow, also das ist schon sehr gehaltvoll. Ich glaube, das kann man sich auch gerne ein paar Mal durchlesen. Hat ja schon fast was von einer kleinen Atemmeditation, von der Anleitung für eine kleine Atemmeditation. Und greift aber auch wieder das Zyklische auf, was du ja für den August vorhergesagt hast. Ja, Also, und was ich daran sehr schön finde im Schamanischen, ist der Schwan ja das Totem für die absolute Harmonie. Zum einen, weil die Schwäne sozusagen ein Leben lang zusammenbleiben, Mann und Frau, und damit ein Beispiel sozusagen sind für die Befriedigung zweier intensiver Pole. Aber vor allen Dingen, und das ist, denke ich, auch, zeigt sich über diese Information mit dem Atem. Sie haben diese Kraft, wenn sie schwimmen, dann saugt sich ihr Gefieder mit Wasser voll. Und in dem Moment, wo sie sozusagen aufsteigen und fliegen, quetschen sie die Federn so an, dass sie das Wasser komplett loslassen und in die Luft eingehen. Und das ist auch ein Sinnbild sozusagen für das Thema Seele und Geist. Die Seele steht ja für das Wasser, der Geist für die Luft und den Äther. Und wenn wir das Wasser loslassen, quasi die Seele, dann können wir aufsteigen in die Freiheit und in den großen Raum der Möglichkeiten. Ein wunderschönes Bild. Ich glaube, da darf ich auch im August noch ein bisschen drüber nachdenken. Unbedingt. Es war jetzt alles so ein bisschen viel, also lasst Ja. euch nicht verwirren. Ja. Wichtig ist immer selber zu spüren und zu fühlen, was tut einem gut. Denn diese Vorausschau für die Sterne dient ja nur dazu, uns selber im Hier und Jetzt auch zu stärken. Das ist mir besonders wichtig. Ja, und auch mit dem Flow der Energien mitzugehen, anstatt dagegen anzukämpfen. Was mir noch kam jetzt bei deinen Erzählungen über oder bei deinen Erklärungen zum August, war so dieses Gefühl von Dream Big. Ja, das ist der Monat, Ja. um wirklich auch die Grenzen zu sprengen, ne? Absolut, genau darum geht es. Ja, den Geist von der Leine lassen. Denn das, was wir nicht träumen können, können wir nicht denken. Was wir nicht denken können, können wir nicht fühlen. Und so können wir nicht handeln. Folglich, was wir nicht träumen können, wird nie werden. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Annabelle. Es war mir ein besonderes Vergnügen. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer und Zuschauerinnen. Es war toll, dass ihr wieder dabei seid. Berichtet uns doch gerne mal, wie der August für euch gelaufen ist. Ob Gerne. Ihr tolle Erkenntnisse hattet, wie ihr diesen turbulenten Monat erlebt und auch für euch genutzt habt, den Monat der Fülle. Und wir sehen uns alle wieder, hoffentlich, wenn es dann um die Vorausschau für den September geht. Ich freue mich sehr. Ich danke dir von Herzen, liebe Marie, und auch an euch alle anderen lieben Dank. Ich finde es wunderbar, dass wir verbunden sind, und uns allen wünsche ich eine schöne Zeit. Danke, Annabelle. Und Danke danke euch. euch. Tschüss. Tschüss.